60.000. Ich würde sagen, eine Brennstoffzelle ist gut. Leben. 8.000 ist auch gut. Körper. Ja. Ach so. Er ist technisch veraltet, verwendet einen extrem unnatürlich aussehenden Kiefer und ist auf dem Schlachtfeld nur begrenzt einsetzbar. Okay. Nach dem Shadow-Moses-Vorfall getesteten Cyborg-Chassis punkto Funktionalität mit den aktuellen Körpern. Obwohl das Aufkommen... Könnte es nicht ohne weiteres an und an abgelegt werden. Okay. Spezial. Weißer Panzer. Stopp. Vielfalt. Die Vielfalt perfekt für die Truppenunterstützung. Allerdings gleich die weiße Rüstung ist. Okay. Was ist denn das dann? Vielzeit, Anzahl der Granaten machen diesen Körper perfekt für Fernunterstützung, mittlere Reichweite, obwohl es die Kampffähigkeit. Okay. Kommando. Obwohl seine Kampffähigkeiten glänzt, Einsatz gegen Drohnen und Panzerkampf. Kämpfung von Infanterie. Ich würde sagen. Nee. Entweder der oder Panzer. Gegen Drohnen, Panzer, Kampfhubschrauber und andere Waffen. Ich nehme mal den. So. HF-Klinge. Fox-Klinge. X-Verbesserung. Ach, und was ist die Fox-Klinge? Durch Ninja. Die Seele. Noch immer in. Okay. Gut, dann verbessern wir die erstmal. Aktualisierte Verbesserung. Okay. Ja, gut. Jetzt können wir noch Brennstoffzellen haben wir ja gemacht. Körper haben wir auch gemacht. Ach, die kosten. Ah, guck mal, hier haben wir einen für 6.000. Okay. Ich würde erstmal den Drehtritt nehmen. Den Defensivangriff und die Luftabwehr. So. Ach ne. B. Ja. Gut, ich glaube, ich habe diesen Offensivkoffer gar nicht genommen. Ich habe ihn zwar gekauft, aber nicht eingesetzt. So you got some kind of disguise lined up, right? Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right in. Yeah. Well, just get into the sewer system ASAP.
Hopefully anyone who notices you will just mind their own business. You sure you want the K-9000 there along for this one? I had a good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay. My exoskeleton resembles a K-9. K-9s enjoy bones. I'm using on two levels. Let's go. Gar nicht drauf. Adios, amigos. ¿Viste? Qué raro, ¿eh? Hay que hacer que no lo vimos. Vámonos ya. It's right. I'm in the sewer system. All right, let's get started. Your mission is to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal waste into those sewers. FYI, they're also involved with the cartels and human trafficking. Allegedly, anyway. This just gets better and better. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Right. Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers. So, you know, watch out. Wir sind schwarz. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. But still, be careful. I will scout ahead. You will provide backup. Sir, yes, sir. Commence operation. Right. Unidentified UGs are patrolling the sewers. Exercise caution. Oh, shit. Das sind aber große... Aua. Komm schon! B. Natürlich B. Haben wir hier irgendwas? Oh. Also... Vielleicht sollten wir mal ein bisschen mehr nach oben und zur Seite gucken. Das ist irgendwie scheiße. Wir laufen wieder zurück.
Ja. Ah, Dummheit. Tut in gewissem Maßen weh. Muss man einfach mal so sagen, ne? I see a maintenance catwalk. Use it to conceal yourself if necessary. Jetzt muss ich gegen den kämpfen. Lass einfach mal warten, ja? So, mein Lieber. Here's the right Nino. Gut, ich glaube, da laufe ich lieber nicht rein. Da sind Daten. Achso, es sind einfach nur VR-Missions, die ich dann freischalte. Gut. Das geht auch. Ah, da muss ich da unten rein. Hättet mir auch früher sagen können, ne? Oh shit. Ah, guck mal, da sehe ich den schon. Aua. Wo ist der hin? Wuhu! Ja, 200 Teile, wieso nicht, ne? So, komm, die könnte ich aber einmal abschießen. So. Na? Ihr Lieben? Kampferfahrung nur A? Das geht doch nicht. Da hinten liegt noch was. Gut, dann laufen wir hier mal weiter, ja? Schön, schön. Das klingt nicht gut. Ja. Ja. Drei von den UTC-Einheiten.
Das ist nicht cool.